Was? Wo die dieses die Le Pen. Nein, die meine Ex-Freundin? Ja, ja, die habe ich. Survival Lily, Mann. Ach, Survival Lily. Nein, nein. Fand ich so, die diesen Erdofen gebaut hat und so diese Feuerstelle, das habe ich mir alles super gern angeschaut. Ja, die, aber in dem Moment, wo die dieses Sturmgewehr da vorgestellt hat, na, ich dachte, nee. Also, ich aber weiß, dass das, 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 das ist Österreich. Nee, Österreicher, Entschuldigung. Ja, die sind da, die sind ja schon nur brutal. Da rennt die auch mit dem im Wald rum, ne? Unfassbar, ja. Aber die darf das. Ja. Man muss jetzt alles machen, was man darf. Ja, aber wird man Kanal aus Amerika gucken oder das ganz normal? Ja, jo, klar, ja. Aber da rennt es auch Gas mit rum. Yeah. Ja, das aber ist doch ganz gut, normal. Die Amis, ja, das wenn du Jäger bist, darfst du auch Sturmgewehr haben. Das brauchst du ja auch für die Jagd, ja. Unbedingt. Ich schieße mir einen Rudel Hirsche. Ja, eben. Es gibt da mit so integrierter Fleischwollfunktion. Das ist so eine Skandinavierin, die... aber Dreischussmagazin. Ja, nicht bei den Amis. Nein. Bei den Amis nicht. Ja, als Jäger hast du wirklich das Recht, dir eine Sturmgewehr zu kaufen. Ich weise darauf hin, dass mittlerweile meine Kamera läuft. Das heißt, keine bösen Witze über Minderheiten. Und fehlende Frauen. Und fehlende Frauen. Die sich nicht mitgetraut haben. Die sich... Nein! Ach, die Arme! Jetzt hockt sie bestimmt daheim und ist traurig. Noch nicht, erst wenn sie es hört. Ich finde es hochlässig. Bei den Dinger übrigens, da gibt es... Ein Eierkoffer? Nein. Diese Feschbereier. Feschbereier. Die sind schon gekocht. Ach so. Ja, die gibt es auch, normalerweise gibt es ja die im 10er Pack. Ne? Die gibt es auch im 2er und 4er Pack. Ja. Dann kannst du da drin genauso deine rohe Eier transportieren. Du musst halt gucken, dass es nicht irgendwie Mords jetzt Druck kriegt. Ja, oder so. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Aber kostet keinen Cent, kriegst du quasi umsonst, weil die Dinger sind, ja. Ja, teuer ist so ein Eierkoffer jetzt auch nicht. Den kauft man sich mal, dann hat man ihn und dann ist das Problem auch schon erledigt. Am besten noch von Tupper, dann hat man sein Leben lang. Wenn er hier geht, kannst du ihn umtauschen. Klingt nach einer Busch. Ja. Moment, ich hol mein Zeug kurz auf. Ich wollte im Wald treffen, ich hab da was von Tupperware. Krieg mal so eine Tupper-Tante in den Wald, das musst du erstmal schaffen. Ja, aber das wäre ein ganz, wie soll ich sagen, auch ein ganz neues Vertriebskonzept quasi. Du machst hier so eine Veranstaltung im Wald und dann gehst her und stellst irgendwelche Sachen vor. Ne? Ach so, quasi, also auch so Gier und so weiter, ja. Dann bräuchten wir aber irgendeinen Gier-Mensch, der uns da weiterhilft. Die Kamera läuft. Seid lieb. Nein, das nicht machen, aber Outdoor-Partys. Ja, genau. Ich brauche einen längeren Löffel. Oder alternativ muss ich aufstehen, aber das ist keine Option. Also kannst du deinen Arm noch wachsen lassen. Das wäre auch noch eine Option. Oder dein Meinungsverstärker, aber den müsste putzen davor. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, das bleibt bei einem Einweg. Dilettantenklatsche und Nudelhilfsmittel und dann ist gut. Kann man Eierschalen verbrennen? Mal testen. Ja. Ups. Man kann grundsätzlich erstmal alles verbrennen. Muss nur heiß genug sein. Ja. Ja. Da ist was dran. Ich finde interessant, dass nur drei Leute Hunger zu haben scheinen. Nee. Ist das Weiße nicht nur ein sehr milchiger Milchkaffee? Nein, das ist Milchbrei. Ach, das ist Milchbrei, okay. Und was ist das Rote? Milchreis. Tomatensuppe. Das heißt, dann haben vier Leute Hunger. Ja. Gut. Ja. Ups. Mit Reis, dachte ich. Ich bin zu faul, mit Nacht zu spielen. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte mich eben auch sämtliche Überwindung gekostet und sämtliche Kraft, die ich heute Morgen aufbringen konnte. Du hast einfach nur gedacht, der ist eh noch dreckig, den kann man noch benutzen. Moment, die Pfanne habe ich auch nicht gespült, da ist es genau wie gestern Abend. Aber mein Teller habe ich sauber gemacht. Beziehungsweise meinen Fressnapf, je nachdem, wie man das Ding nennen möchte. Also Jens, ich finde, aus der Pfanne raus. Ja. Eben. Immerhin war da ja schon mal eine Ladung Speck drin. Das ist ja das gute gusseiserne Teflon, da muss man immer so ein bisschen Fett schütteln. Einige
mit Patina, ja. Hoppla. Noch ein bisschen viel Wasser. Und was gibt's sonst so zum Frühstück, wenn es dann mal irgendwann jemand sich aufbraucht, sich was zu frühstücken zu machen? Bratkartoffeln. Müsli, Bratkartoffeln? Fertige halt. Okay. Ich dachte schon, ich gebe hier an mit meiner coolen Eierpfanne. Fehlen noch Bohnen. Was fehlt? Bohnen. Ach, Bohnen. Boah, könnte man. Könnte man. Ich habe noch Käse. Waffeln. Waffeln ist auch nicht schlecht. Chinesische Nudeln. Kleine Säcke so. Oh Gott, nein. Ja, Wodka. Wie kommen wir jetzt auf Wodka? Hat irgendjemand Wodka getrunken gestern? Nein. So was würden wir doch niemals tun. Liebe Kinder. Ja. Liebe Kinder, trinkt keinen Alkohol. Der ist böse. Und wenn, dann Wodka. Den riecht man nicht. Und den kann man aus Super im Bundeswehr Alu-Dinger mitnehmen. Und mit der Heuprase kriegt man runter. Ja, das Dumme ist, wenn einem kalt ist, Wodka saufen ist halt nicht nachhaltig. Ne? Erstmal fühlt es sich warm an und dann liegst du tot in der Ecke. So erfroren mäßig. Ist ja auch nicht mehr kalt. Dann juckt sich auch nicht mehr. Ja? Erfrieren soll ja ein schöner Tod sein. Da pennst du dann nämlich irgendwann ein. Da wirst du dann so richtig müde und oh, jetzt ist mir plötzlich gar nicht mehr kalt. Oh, ich leg mich mal schlafen. Dann machst du halt nicht mehr auf. Dann schießt du dich auf, weil der heiß wird. Ja, inklusive Halluzinationen und so schöne Dinge. Das ist schon was. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Einen schönen Podcast, irgendwie so ein Survival-Podcast auf Englisch. How to erfrieren. Ja, ja, der erklärt dann wirklich anhand von so halb Hörspiel, halb Doku, wie das dann abläuft. Und zwar in der Du-Erzählung. Du läufst durch den Wald, dann irgendwie... Irgendwie fällt das Auto aus und dann läuft sie durch den Wald. Das war bestimmt auf Englisch, oder? Ja. Aber sehr gut gemacht. Wir haben mehrere so Dinger. Und irgendwie die ersten fünf Survival-Dinger sind, wie sterbe ich an Hyperthermie, wie sterbe ich durch Verbrennung, wie sterbe ich durch, durch Verhungern. How to die! Ja, der auch gut gehalten. 1000 Wege im Wald, ja, den Löffel abzugeben. Ja. 1000 Wege zu deinem. Da muss ich immer an das schöne Handbuch How to Shit in the Woods denken. Ja, genau. Aber die aktuelle Version geht ja noch, da gab es noch früher eine andere Auflage. Die war derartig ausführlich, dass du am Ende das Gefühl hattest, du kannst nirgendwo mehr hinscheißen, ohne dass irgendwelche schlimme Dinge passieren. Ups. Ja, hättest du was gesagt? Tolles Frühstücksthema. Ich muss das alles in der Appetit verbringen. Naja, das ist so, das war mein Plan. Was gibt's bei dir Gutes? Ein ohne Schokolade. Knoblauch zu dir Eiern? Nö, doch. Das war gestern klug. Na? Ja, kommst du auch? Das ist das, ich mag dich eigentlich nicht, aber du hast Speck gesicht. Ja. Ah, ja. So ist mein Hund nicht. Der mag jeden, das ist das Problem. Ja. Das ist doch das Problem. Deiner ist wesentlich bequemer als meiner. Und tauschen wieder zurück. So rum. Ja, seit Nacht richtig gezittert, die Arme. Ja, was machst du da? Hast dann ich hab ihn zu mir gezogen, da hat er mal richtig mal zum ersten Mal stillgehalten. Ich hab dann praktisch mit ihm die Isomatte geteilt. Das hat er noch nie gemacht. Und das ist gar nicht meistens süß. Ja. Aber er hat genau gewusst, das bringt was. Ja, es war so kalt. Aber ich wurde regelrecht wach, weil der so. Ja. Ich dachte, das geht ja gar nicht. Ey. Na gut, aber so ein Hund ist ja dann nochmal eine Zusatzlärmquelle auch, oder? Ja, ja, das war dann mir was und auch warm. Ja, natürlich. Nicht nur beim Keine Frage.
müssen wir doch ein Auto. Und das ist eine Frau, der würde ich nicht. Das stimmt, ja. Oh je. Oh, das kann wirklich kritisch sein. Also wenn man dann mal irgendwelche, sagen wir mal, experimentelleren Touren macht und Frau dabei und Frau neigt zum Nörgeln. Oh. Oh. Und dann regnet es. Ja, und dann findest du keinen Schlafplatz. Und dann pennt in der Unterführung. Nimmt nicht viel Platz. Nur davor ist noch auszusten. Bevor man mehrere Tage unterwegs ist. Ja, ich kann ja nicht jede Tour, wo ich sie dann mitnehmen will, dann vorher einfach schon mal ohne so machen. Das geht ja auch nicht, wenn es was Längeres ist. So Schottland und sowas. Nee, nicht die Touren testen, sondern die Frau. Ach so. Ob es langtourtauglich ist. Ja, das war sie eigentlich, aber das wurde ihr dann halt doch irgendwann mal zu viel. Beziehungsweise dann kommt halt mal vor, dass irgendwo läufst du rum. Dann willst du eigentlich so von der Etappe her, jetzt wäre es mal schön Lager aufzubauen. Und dann geht's nicht, weil gerade an dem Punkt dann da ein Schild steht, hier nicht lagern. Lagern erst viele Kilometer weiter. Und dann muss halt viele Kilometer weiter, dann geht's halt nicht anders. Das Vorteil ist halt, kann dann ein wenig aufs Gemüt schlagen. Das Speck und Zwiebeln so drin sind. Ja, klar. Nee. Schild ablegen. Mach mal bitte. Ach so. Ich habe bei Trekking-Touren grundsätzlich keine Säge oder Axt. Ja, weiß ich nicht. Ja, das denkt an Karate. Nee. Ja. Nee, aber ich meine, wenn du mal ein spontanes Feuerchen machen willst, das geht auch mit Stöckle. Ja. Stöcklefeuer funktioniert genauso. Brennt aber nicht so lang. Ja, aber man will ja auch nicht unbedingt, wenn man alleine ist, ein Feuer haben, das, ja, keine Ahnung, 7 Wochen brennt. Und wenn, davon abgesehen, wenn du alleine bist, hast du eh nichts anderes zu tun, als dass man Feuer hocken, dann kannst du auch alle paar Minuten ein Stöckchen nachlegen. Ja. Und große Stöckchen kann man durchbrennen, dann hat man 2 kleine. Also wo ich jetzt war, in Schweden, war entweder Holz da, ja, oder es war Werkzeug am Schelter, manchmal vorhanden, Säge oder Axt. Und wenn halt beides nicht der Fall war, hätte man sich irgendwelches Holz zusammen. Und ich halt immer Glück gehabt, dass unter Umständen dann auch noch irgendwelche Schweden ankamen, die ihr Wasser abkochen mussten und die hätten dann schon von Holz gesorgt, weil die ein Holz gebraucht, um Wasser abzukochen. Ah, das ist schon schön mit diesen Hütten, die man da dann. Das gibt ja, da gibt es ja viele so Wege in Skandinavien, wo du wirklich von so offener Hütte zu offener Hütte. Ich möchte Holz da, Werkzeug da, alles schön, wunderbar. Die Leute gehen ja auch dahin nicht nur um zu wandern, sondern sie gehen raus und verbringen dann da einen Tag oder zwei, gehen angeln. Ich habe Vater getroffen mit seinem Sohn, der da angeln war. Ja, das stimmt auch. Ja, das stimmt schon. Was haben sie drauf? Die Möglichkeiten gegeben sind, ist das top. Definitiv mein nächstes Ziel, der Olafsweg. Ja, kann ich dir berichten. Guckst du bei mir mal rein, ich werde das mein Projekt für den Sommer, Olafsweg. Ich habe lediglich hinten auf dem Outdoor-Reiseführer, den ich übrigens gut finde, also zumindest kartentechnisch und was sie betreiben auf dem Weg und so, habe ich den in Skandinavien Elektro-Olafsweg. Da habe ich schon mein nächstes Ziel. Ja. Ich meine, mein Wege draufgesteckt. Also diese Nudeln zum Frühstück, da habe ich jetzt Respekt vor, muss ich sagen. Da habe ich Respekt. Asian-Nudeln zum Frühstück, ja? Muss man sich erstmal trauen. Ja. Ich kann alles Mögliche morgens essen. Ich esse normalerweise relativ wenig. Ja gut, können tue ich das auch. Ja, ich wollte das jetzt. Gut, ja, also, ich bin am Überlegen, was ich mit dem Deckel habe. Gut. Ja, stopp. Ich gehe mal mein Brot holen. Und noch was warten gestern. Ich wollte eigentlich sagen, als ich pissen war, das sollst du mal so im Wald rein fotografieren, weil da reflektiert das Licht ja für die Bäume. Das hätte bestimmt interessant ausgeschaut. Aber die sind ja nur nach oben. Aber das eine, das hat richtig geil aus. Ja, das muss man schicken. Ich werde jetzt auf Facebook posten und sagen, was ich meine. Ja, genau. Lass mal. Ich bin aus dem Grat. Wir müssen eh noch Gruppen Dosenburger. Nein, nicht Dosenburger, Dosenbrot. Ah. Das könnte man auch als Bratpfanne verwenden.
blauen Licht von der, ach so, ja. Der Dosenburger-Fluch, der, wird, der lässt mich nicht los, ne? Star Wars im Wald. Gute Pumper, die glaubt. Ich wusste nicht mal, dass es nur so ein Brot gibt. Demnächst müsste bei Aldi wieder verkauft werden. Also wie gestern schon gesagt, allein lässt sich die Dinge. Das ist sogar einigermaßen günstig zu haben. Einigermaßen. Ja. Die Zeit hätte gereicht. Wenn du in Nudeln drauf. Ach so, mit der Kopflampe durch den Wald bloß. Ich finde, also die Untergang dann von ihr. Das haben wir das letzte Mal beim Fischen auch gemacht. Ich finde das so geil, wie so das Gras, wenn man halt außen drum grün macht. Wenn der Ding so stahl. Ich habe da im Suff meine Taschenlampe an einer Schnur gebunden und so geschwungen und wie eine Ballerina bin ich da rumgekotzt. Das hat so geil ausgeschaut, mich siehst du nicht, nur meine Schuhe. Ja. Es gibt ja auch so Langzeitbelichtungen, die du dann Leitlicht schreiben, ja, und dann aus dem Bild rauslaufen und dann später ziehe ich auf dem Bild nur noch die Schrift, ne, oder diesen Lichtzug, der die klarer ist. Genau das meinen wir, also das ist. Das ist top. Da kann ich eventuell auch mal zeigen. Fotografiere, Buch lese, wie machst du das? Dass du jetzt ein Gebäude oder irgendein Bauwerk, Kunstwerk oder Sehenswürdigkeit fotografierst ohne Leute. Langfristig, oder? Ja. Langfristig. Dann müssen alle Leute, die sich bewegen, raus und hörst nur noch das Ding. Filter drauf und dann 5 Minuten drauf halten oder so. Ich glaube, den größten Filter, den ich dabei habe, ist Ende 20. Ja, ich gehe jetzt nie wieder ohne Pullfilter aus dem Haus, weil ich fische vor kurzem, letztes Jahr, in der Nacht fotografiert habe. Und das Wasser reflektiert halt unheimlich und das stört und du siehst das auf dem Bild kaum. Aber mit dem Pullfilter wird es sofort rauskommen. Ja, Blätter und so. Die Reflektion von den Blättern ist immer noch nicht. Ich habe mir das Reinigungsset da gekauft worden von, wie heißt es, die so günstige Marke ist das, wo eigentlich der Plastikbalken und die Bürste und alles zum Kamerasammeln machen dabei war. Und da waren die Filter auch dabei, habe ich mir gedacht, das ist alles zusammen. So ein gutes Angebot habe ich draufgeschraubt, das ist geiles Zeug. Also für den Preis zumindest, natürlich kannst du da Riesengeld liegen lassen. Aber ich sage, meine Zeit. Wobei so ein ND-Filter. Doch ja. Ein Millimeter. Da gibt es. Was passiert denn hier? Aber ich hab mal reingehalten. Ja, meins geht auch nicht so richtig schön. Genau rein. Das kannst du mal den Rost runtermachen. Dann bräuchte man ein bisschen mehr Probe, ne? Ich laufe jetzt mit dem Töpfle hier. Ja, das sieht ja nicht gut aus. Jetzt dieses Jahr wird es ersetzt. Ich habe den neuen schon, der war jetzt nur nichts für heute, weil nur Wasser gekocht werden muss. Ach, das ist für den Weitwinkel. Ja, ist schön. Top, wenn du Wasser machen musst, wenn du irgendwas kochen musst, kannst du unten. Und die Angriffsfläche ist so klein, dass es brennt an. Ja, brennt sofort an. Aber den Tipp, den habe ich auch erst gesehen, nachdem ich mir den Filter schon gekauft habe. Naja, vorher schon. Und das werde ich aber definitiv machen. Ja, dann gucken wir mal. Aber. Und das Andenken und Anfängen nur mit Arbeiten. Das könnte. Genial. Das könnte sein, dass irgendjemand noch was Dilettantisches sagt und dann brauchen wir nochmal die Dilettantenklatsche. Sehr gut. Jawohl. Jetzt. Jetzt kriegen wir mal richtig Hitze hier. Schön, dass du den Herd hochgedreht hast. Ja, pack mich doch, Leute. Wir machen das. Die Heizung kann auch mal ein bisschen anmachen. Ja, ja. Ja, das mal ein bisschen schneller gehen. Ja. Leider raucht es in Richtung Bänke. Ja, und wenn ich gut. Ja, ist ja klar. Mit Stäbchen aber, oder? Genial. Ach, ich bitte mal was. Ich probiere es wenigstens. Ja, das kommt nicht zu. Ach, das ist ja mein Teebeutel ab. Ja, ich sollte wieder dauerhaft werden. Ach, du musst ja gerade fast nur gestoppt. Warum habe ich überhaupt wieder das Rachen am Boden? Ja, einfach stillecht. Ich länger was vom Essen. Ah, nee, die gehen recht gut. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass ich der Einzige oder maximal noch der Zweite Rache dabei ist.
in die Ecke hocken müssen. Ja. Kumpel, da unten drin. Aus Ketsch. Das ist bei Speyer. Ketsch das. Grundsätzlich bin ich so ein eigentlicher Mannheimer. So mehr oder minder. Ja, es kommt aber also wenn Fragen du da stehst und ich was esse, was dir potenziell schmecken könnte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass du da irgendwelche Intentionen mitverfolgst. Hört man aber nicht an der Dialekt, dass du Mannheimer und dann schickst. Nee. Ich will halt nur das Beste von dir. Aber wir können das schon. Ja. Da kann ich das schon mal vorwerfen. Mein Frühstück. Gell? Boah, riecht schon extrem heftig, ne? Boah, ich sag mir ja nur vom Geruch auf dem Magen. Boah, ich finde, man kann die, man kann die schon mal essen, die Dinger. Ja, man kann sie mal essen, aber zum Frühstück hätte ich sie jetzt nicht wollen. Hammer. Na, von wollen kann keine Rede sein. Es ging um können. Ich reduziere immer so weit, dass du nur noch Pumpen hast und überhaupt keine Flüssigkeit mehr. So würde ich doch noch eine halbe Ewigkeit. Ja, dann kochst du noch eine Weile. Das ist richtig. Aber dann ist richtig schön geschmacksintensiv. Sind wir wieder bei dem Meerschleim angekommen. Na. Boah, hast du die Waffe gekriegt? Schon eingefallen? Ja, ich lerne. Diese Maika Curry Idee muss ja schon. Ich kaufe ihn normalerweise schon diesen Arschkalt. Die kann man aber auch essen. Die kaufe ich aber normalerweise schon meinen Grill auch immer gerne. Weil es schnell gesnackt, nicht teuer, macht satt. Kannst du auch im Wander mal schnell rausziehen? Tun? Hast du Handschuhe? Kannst du kannst so anmachen? Aber das ist gar nicht so heiß. Wie weiß es denn hier? Ja, das wird schnell kalt. Ja, ja. Die Jacke hat mir mal gepasst. Da ist ein Handschuh. Da habe ich nicht so eingepresst, hab's geschaut. Kopf, hm? Nee, ja. Entschuldige. Ja, gerne. Kann ich vorwärts sein, das bringt es gerade nicht. Ja. Jetzt nicht mehr. Und von Zigzag, die verknistert man die Tüte zu lachen. Das hört sich jetzt blöd an, das ist aber so. Wie lange habt ihr eigentlich gestern noch gemacht? Und seid ihr ins Bett? Dann war es dunkel. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube, zwei. Ja. Zwei? Zwei ungefähr, ja. Kurz vorher. Also ich habe euch auf jeden Fall noch kommen hören. Das also Feuerfach, wenn ich gelöscht. Ach, stimmt, du bist als erst schlafen. Ja, ich klar, irgendwann habe ich voll das Tief bekommen und dann musste ich einfach, ja, war dann Ende peng. Ein guter Test. Ich bin das eigentlich, der braucht ja nichts. Ich finde meinen Funk auslösen nicht mehr. Das war so kleiner von Amazon Essentials, den ich nicht kennst. Ja, finde ich nicht mehr. So klein, dass du ihn überall hinstecken kannst und dann ist er weg. Handbreit über Horizont. Ja. Im Tal geht es aber schwer. Handbreit über Horizont, ist egal. Jetzt haben wir hell. Ah, die Sonne lacht mir ins Gesicht. Wenn die Sonne weg ist, ist es dunkel. Jetzt ist Tag. Ja, ich könnte das sagen. Nicht so viele Details, welches Semester? Ja, es ist Sommersemester. Sommersemester und noch keine Prüfungszeit. Ja, von daher alles in Ordnung. Kann ich bestätigen. Das ist eine schöne Zeit. Und bei dir ist gestern der Film gelaufen, bis eingeschlafen. Ich denke, was ist jetzt los? Ach so. Handy im Arm. War es langweilig, der Film, oder? Ja,
war gestern der Kaffee mit dem Schlafsack. mein Bundeswehr-Schlafsack war ich schon reingelegt hat und hat sich gemerkt, wo ich ihn schon fast zugehört habe. Ich denke mir, warum spießt sich der Reißverschluss da an? Dann merke ich, dass die Wärmeschutzleiste außen ist. Oh nein! Ich war schon im Biwaksack auch schon drin und da haben wir gedacht, du kommst jetzt schon zur halben Stunde. Ich habe auch größere Umbaumaßnahmen vorgenommen im Laufe der Nacht. Also da muss ich auch sagen, mit dem Biwaksack zum Reinschlucken, da bist du ganz schön am Rumwurschteln irgendwann. Also das ist... Ist aber bei dem auch nicht besser. Dann habe ich, noch so ein Inlet für den Schlafsack, das habe ich jetzt nicht dabei. Guten Morgen! Ich wollte mal so einen Hüttenschlafsack deswegen kaufen, sondern eine Hütte benutzen. Und falls kalt ist, nur zusätzlich. Also ich finde den super, ja, also ich habe den dabei. Ich habe nur so ein ganz dünnes. Ich habe keinen Reißverschluss. Ich habe einen Hackenkrieg. Ne, hockst du dich erst in den Schlafsack und rutschst dann irgendwie in den Biwaksack, dann rutschst du von der Thermomatte runter und dann rutschst du wieder hoch. Und richtig. Dann rutschst du aber in deinem Biwaksack mit dem Schlafsack hin und her, weil der so rutschig ist. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem Konzept. Ja, zumindest nicht parallel mit dem Tarp, weil dann kannst du dich auch nicht mal einfach so aufsetzen und alles richten, sondern... Inzwischen sind wir aber alle wach, oder? Nee, es wird immer noch einer. Es wird immer noch einer. Nee, der ist ja vorne halt noch. Der bleibt so. Aber jetzt sind wir Kollegen. Der ist ja vorne. Achso, der ist ja vorne. Naja, das macht ja nichts. Na, der Glück gehabt. Sind wir unter 10% Verlust. Dann ist er auch nicht so alt geworden, dass der Ernst des Lebens beginnt. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass du quasi den Klamotten sagst. Ja. Ich bin öfter Nacht im Wald geschlafen, durch Felsenfuß und bin hier raus. Oder, so als, oder teilweise auch als Wolle so um Körper. Das ist so eine Brühe, das ist normal. Käse aus der Tüte. Ja, das ist nicht so eine Brühe irgendwie, das ist normal. Da kenne ich nichts. Ja, manche wollen ja so eine Suppe. Fliegen. Da ist eh ein Sägemehl mit aber einer Maisfresse. Aber das ist ein richtig schön siebter Soße. Okay. Wird kalt. So genüsslich. Das ist doch schön Pfannkuchen, aber dann ständig mit dem Kuchen wird gar nicht anpacken. Ja, ja, oh, so. Das ist dann noch 1000 Minuten. Sind noch Beutel und sowas dabei, wo dann nochmal Kram rein kann. Ach was. Der dreckige Kram kommt auf den sauberen Kram. Ja. Im Wald gibt es nur dreckigen Kram. Nur damit du eben beide warst. Mit sauberem Kram fangen wir gar nicht erst an hier. Genau, meine Frau wäscht ja. Oh, scheiße, die Kamera. Ja. Das ist aber schon, je nachdem, wie man seine Ausrüstung dann organisiert daheim, da ist man schon immer noch ein ganzes Weilchen beschäftigt, bis man dann wieder alles verpackt hat und so weiter. Ja. Gerade seit ich meinen gut aufgeräumten Keller haben will, da mit alles ready to use quasi, so, boah, ich muss im Wald, was brauche ich denn? Ich brauche das, alles in den Rucksack schmeißen, losgehen. Ja, ist schön, du musst dann her nur dann wieder, jetzt machen wir das hier dahin, das hier hin. Aber du hast schön viel Platz dafür, das ist halt ja. Prima. Aber das macht doch gerade, also ich finde, das grad, macht halt erstmal Spaß. Die Ausrüstung mal sortieren. Da noch was rein, ja. Das ein bisschen verbessern. Ja, das ist schon das richtig. Ist doch genau das, was so ein bisschen... Ne? Aber es liegt halt meistens eine Woche bei mir rum, bis ich die Zeit dazu finde. Egal, was ich habe, eingewogen, also selber abgewogen und weiß, wo es ist. Ich habe vor allem einfach mal eine Liste gemacht, was ich immer alles mitnehmen muss. Weil ich hatte dann vorgestern gepackt und dachte auf einmal so, irgendwie, der ist gar nicht so schwer. Und dann gehe ich echt einfach nochmal die Liste durch und denke auf einmal so, Isomatte. Ich hatte am Anfang, hatte ich drei. Eingepackt, ne? Ja. Isomatten? Ja. Oh. Eine für den Hund, ne? Ja, ja, gut. Ja, scheiße, dann Konzern, aber der BW scheiße. Als Unterlage für meine Max-Exet, ne? Und dann habe ich gedacht, irgendwie, das geht gar nicht. Dann habe ich die für den Hund wieder raus. Also, da muss eine andere Lösung her, ne? Also ich habe dann auch wirklich zweimal Sachen wieder rausgeholt, ja? Also spätestens da, wo ich ihn in die Hand genommen habe, war klar, da muss noch was raus. Ich habe aber 13 Kilo. Gelernt, was ich noch alles kaufen muss. Sims haben die Version Laub mit nur in der Quechua super dieses Ding da. Also das fand ich ja super. Also ihr habt doch bestimmt super geschlafen in eurem Laub. Da ein bisschen oder? Zu wenig Laub. Ja, ja, Laub kannst du nicht genug machen. Da ja, genau, da kannst du es nicht übertreiben mit dem Haufen. Ja. Wenn du bedenkst, es ist genug, dann nimmst du noch mal das Doppelte und dann reicht es vielleicht. Ja, jetzt ja, aber ich. Ihr habt ja noch mal eine Isomatte drauf, oder? Oder habt ihr nur auf dem Laub gepennt? Nee, du hast schon dort immer so eine Isomatte gehabt, ne? Alles, ne?